Der Schweriner Dom hat keine. Die St. Jakobikirche in Stralsund auch nicht. Aber die Dorfkirche in Blücher, die hat eine. Eine Rutsche. Nirgendwo sonst in Mecklenburg-Vorpommern gibt so etwas. Geplant war dieser lange Stoffschlauch nicht. Eigentlich wollte die Gemeinde nur eine Aussichtsplattform in den Kirchturm einbauen. Denn der Ort liegt mitten im Biosphärenreservat Elbtalaue. Das Geld dafür kam von der Gemeinde, von Stiftungen, vom Kirchenkreis. Sogar die EU gab etwas dazu. Was aber sehr bewegend für uns war, dass viele Bewohner unserer Dörfer auch kleinere Summen gespendet haben, weil sie das einfach schön finden, wenn es hier so ist und dass bei ihnen was passiert. Der Architekt war auch bereit, der Bauplan fertig. Eigentlich hätte es losgehen können. Aber typisch deutsch, die neuesten Sicherheitsvorschriften machten der Kirchgemeinde einen Strich durch die Rechnung. Ja. Als wir uns schon richtig auf die Aussichtsplattform gefreut haben, da stellte sich raus, wir brauchen noch einen zweiten Notausgang. Da standen wir vor einem Problem und glaubten erstmal, das sei unlösbar. Warum? Weil hier kaum Platz ist. Ja, wo soll es noch mal rausgehen? Ja. Die ungewöhnliche Lösung, dieser Plastiksack. Handhabung relativ einfach. Als erstes beschriftet hier, ziehen, öffnen. Jetzt haben wir das ganze Gerät. Mal gegendrücken. Normalerweise werden solche Rettungsschläuche an Bürogebäuden, Schulen oder Kindergärten installiert. Eine Kirche, das war auch für den Fachmann eine Premiere. Je nach Bedarf sind die Schläuche bis zu 80 Meter lang. Geeignet soll die Notfallrutsche für jeden sein. Okay? Ja. Haben Sie sich sicher gefühlt? Ja, ich würde da jeden reinstecken. Ich bin ja auch hochschwanger runtergerutscht und kann das jedem Gemeindeglied oder wenn die Not da ist, empfehlen. Die Aussichtsplattform im Kirchturm in Blücher kann nun für Besucher geöffnet werden, dank eines besonderen Notausgangs.